Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben sich die Finanzminister der EU noch auf keinen Kompromiss einigen können. Vor dem Treffen der Eurogruppe mit Vertretern der übrigen EU-Staaten am Dienstag hatte Eurogruppenchef Mario Centeno betont, die EU-Institutionen wollten versuchen, die Feuerkraft in der Wirtschaftskrise zu erhöhen. Es gibt eine breite Zustimmung für Schutzmaßnahmen auf der Grundlage vorsorglicher Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM. Auf diese Weise wird der Euro gestärkt. Gleichzeitig schützt es uns gegen diese sich ausbreitende Krise. Erst am Montag hatten die EU-Staaten die europäischen Schulden- und Defizitregeln vorübergehend außer Kraft gesetzt, um den Weg für Hilfsprogramme freizumachen. Die EU-Kommission hatte zudem Beihilferegeln gelockert und Milliarden aus dem EU-Budget mobilisiert.